Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast heute aus einer etwas ungewöhnlichen Umgebung. Ich befinde mich in einem Hotel in München und muss hier ein Video aufnehmen, denn im Hauptberuf bin ich Berufsmusiker, bin derzeit auf Tournee. Deswegen muss ich ein bisschen flexibel sein und damit ich euch regelmäßig Videos zur Verfügung stellen kann zum Thema Astrofotografie, muss ich auch mal in einem Hotelzimmer was machen. In dem heutigen Video geht es um die Software Cyrillic. Cyrillic ist eine Zusatzsoftware zur Software Cyril. Und mit Cyrillic soll es noch einfacher sein, Bilder zu stacken. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Bevor es mit dem eigentlichen Tutorial losgeht, muss ich ein paar Sachen anfangs loswerden. Wenn euch das nicht schnell genug geht, dann benutzt doch die Titelmarken in dem Video und springt gleich zum Tutorial vor. Worum geht's? Es geht um die Abonnenten auf diesem Kanal. Wir sind kurz davor, die 10.000er Marke zu erreichen. Ich denke mal so Ende des Jahres, vielleicht sogar zu Weihnachten, werden es 10.000 Abonnenten sein. Finde ich super toll, aber ich bekomme regelmäßig Nachrichten, entweder E-Mails oder auch Kommentare, die sagen, Frank, dein Kanal ist so toll, das ist der beste deutschsprachige Kanal überhaupt und er hat viel zu wenige Abonnenten. Ob das so ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich finde 9.500 schon ziemlich ordentlich. Aber ja, ich habe mal in die Statistik von dem Kanal geguckt und da ist es tatsächlich so, dass mehr als 50% von euch, die einen YouTube-Account haben, diesen Kanal nicht abonniert haben. Das heißt, wenn alle Zuschauer dieses Kanals, die noch nicht abonniert haben, jetzt im nächsten Moment abonnieren würden, hätten wir im Ruckzuck 15.000 Abonnenten und nicht nur in Anführungszeichen 10.000 Abonnenten. Ein bisschen unrealistisch, dass das passiert, aber hier ein kleiner Aufruf. Abonniert doch mal den Kanal. Ich bin selber total abofaul. Ich habe nur 3 Kanäle abonniert, den von Adam Block, den von MyLab und den von Pixinsight. Mehr habe ich auch nicht abonniert, aber ja, es ist für euch gar nicht schlimm, irgendwie mal den Kanal hier zu abonnieren. Macht es doch mal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich noch mehr Abonnenten bekomme, was das überhaupt bewirkt, aber ja, vielleicht ist es eine gemeinsame Challenge für uns. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass ich motivierter sein werde, euch tolle Videos zu präsentieren. So, jetzt aber eigentlich zur Idee dieses Videos hier. Cyrillic, ich habe das in einem Tutorial zu Cyril schon mal angekündigt, dass es Cyrillic gibt und dass ich dazu auch mal ein Tutorial machen werde, habe ich auf die lange Bank geschoben, wenn ich ganz ehrlich bin. Möchte ich jetzt hier nachholen. Auslöser dafür war aber wiederum ein Video von Nico Carver. Der hat einen YouTube-Kanal, Nebula Photos, kennt ihr vielleicht. Der hat neulich ein Stacking-Software-Vergleich-Video gemacht. Und was mich nicht überrascht hat, ist, auf Platz 1 ist selbstverständlich Pixinsight gelandet, benutze ich ja auch hauptsächlich. Und kurz dahinter aber Cyril. Und auch das hat mich nicht gewundert, denn ich bin auch sehr davon überzeugt, dass Cyril eine sehr tolle Software ist. Was er aber bemängelt in diesem Video, ist die fehlende GUI, G-U-I, Graphical User Interface, also eine Bedienoberfläche, die es erleichtern soll, Bilder zu stacken. Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn ich habe einen Discord-Kanal, oder besser gesagt, wir haben einen Discord-Kanal, der heißt Dark Matters. Und auf Dark Matters ist der Hauptentwickler von Cyril auch und wir diskutieren dort auch mit ihm. Ihr könnt dorthin kommen, auch mit ihm diskutieren. Und ich habe ihn angeschrieben, gesagt, guck mal, in dem Video von Nico Carver sagte Nico Carver, es fehlt diese grafische Benutzeroberfläche. Und das habe ich ihm auch schon mal gesagt und ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Wir hatten eine hitzige Diskussion, wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Aber ja, ich glaube, so langsam irgendwie kommt das Ganze in Schwung. Und er hat dann auch mal beschrieben, woran es denn so ein bisschen hapert. Wenn ihr programmieren könnt und euch mit solchen grafischen Benutzeroberflächen auskennt, kommt zu unserem Discord-Kanal und helft uns, die Software Cyril noch besser zu machen. Unter anderem, da finden auch ganz andere tolle Sachen statt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich habe dann, oder der Cyril, so heißt er, hat dann gesagt, Frank, das, was du suchst,
das ist Cyrillic, das gibt's schon, das müssen wir gar nicht neu machen. Und dann habe ich gesagt, na gut, komm, ich gucke mir das mal an, habe es mir angeschaut und mache jetzt mal ein kleines Tutorial dazu. Ich bleibe aber dabei, ich finde zwar, dass Cyrillic genau das macht, was ich mir wünsche, es ist nämlich so eine grafische Benutzeroberfläche, wo man seine Lights, Flats, Darks und was man nicht alles hat, reinziehen kann, ein paar Einstellungen machen kann und dann werden die Bilder gestackt, alles super, aber es ist A, ein zusätzliches Programm, B, das werdet ihr gleich sehen, man muss so ein paar Einstellungen machen, ich finde das nicht die benutzerfreundlichste Software, das sage ich ganz ehrlich und dennoch, wenn man so ein paar Sachen beachtet, dann macht sie tatsächlich genau das, was sie soll. Deswegen, ja, bin ich so hin und her gerissen. Ist in jedem Fall eine tolle Software, könnte ein bisschen besser sein, könnte vor allen Dingen direkt in Cyrillic implementiert sein und das, ja, das wäre so mein Traum dafür. Jetzt habe ich aber sehr viel geredet zu Anfang, jetzt steigen wir ins Tutorial ein. Das erste, was ihr machen müsst, ist selbstverständlich die Software herunterladen. Das geht auf dieser Seite hier. Und ich werde euch selbstverständlich unter dem Video diesen Link bereitstellen. Ist ein bisschen unübersichtlich. Das ist so eine Entwickler-, Software-Entwickler-Seite. Und hier gibt es dann unter dem Begriff Download, gibt es dann hier die einzelnen Packages, die man runterladen kann. Und hier für die Leute, die jetzt Windows benutzen, gibt es hier diese Executable Version. Da müsst ihr einmal draufklicken und das runterladen. Wenn ihr das runtergeladen habt, dann werdet ihr hier so einen ZIP, so eine ZIP-komprimierte Datei finden. Da steht Cyrillic Version 1 und da steht Passwort Cyrillic. Das hat auch eine Bewandtnis. Wenn ihr nämlich jetzt mit der rechten Maustaste hier drauf klickt und sagt alle extrahieren, dann werdet ihr, ja bei mir ist das jetzt nicht so, weil ich das schon gemacht habe, aber dann werdet ihr nach einem Passwort gefragt. Und dieses Passwort ist Cyrillic. Das hat auch eine Bewandtnis. Denn es gibt Virenprogramme, die so einen ZIP-Ordner dann irgendwie nicht öffnen würden. Deswegen hat man das mit einem Passwort versehen. Wie gesagt, das Passwort ist Cyrillic, keine große Sache. Dann bekommt ihr hier diesen Ordner, diesen entpackten Ordner und da ist die Software drin. Ihr müsst jetzt hier nur noch draufklicken und könnt dann die Software starten. Ihr könnt euch selbstverständlich dieses Programm irgendwo hinlegen, wo ihr es immer findet oder mit der rechten Maustaste macht ihr euch ja einen Verweis auf diese Software oder könnt es an die Tastleiste anhängen oder wie auch immer und könnt es dann bequem immer starten. Ja, wichtig ist selbstverständlich, dass die Software Cyrillic bereits installiert ist. Das ja, sollte selbstverständlich sein. Aber ihr müsst die Software Cyrillic nicht starten. Ihr könnt einfach mit einem Doppelklick auf die Software Cyrillic diese starten und Cyrillic läuft dann automatisch im Hintergrund. Eine Sache solltet ihr noch machen, das ist der sogenannte Entwicklermodus in Windows. Den müsst ihr aktivieren. Dazu geht ihr einmal hier auf die Startfläche Start. Dann auf Einstellungen und auf Update und Sicherheit. Und hier findet ihr hier unten diesen Eintrag für Entwickler. Da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr, bei mir ist hier dieser Entwicklermodus schon eingeschaltet. Das war er auch schon, bevor ich die Software hier installiert habe. Und wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann schaltet bitte hier diese Schaltfläche Entwicklermodus ein. Jetzt könnt ihr durch einen Doppelklick die Software starten. Dann erscheint dieses Fenster, selbstverständlich kann man das auch größer machen. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, welche Grundeinstellungen ihr vornehmen müsst. Es sind nicht viele, aber ein bisschen was müsst ihr vorab einstellen. Dazu geht ihr hier oben unter File auf Preferences, also die Voreinstellungen. Ich habe jetzt hier bereits einige Einstellungen vorgenommen. Ich kann das aber mal kurz wegmachen, was ich gemacht habe. Ja, das sieht dann bei euch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich oder mit ziemlich großer Sicherheit sieht das so aus. Und die Einstellung, die ihr hier machen müsst, ist erstmal die Work Directory. Die ist eigentlich immer gleich. Ja, und deswegen ist die hier auch schon voreingestellt. Ansonsten müsst ihr mal die Work Directory von Cyrillic suchen. Ja, das findet ihr dann unter eurem Benutzer-Account und dann findet ihr Cyrillic und da sollte es eine Work Directory geben. Ansonsten könnt ihr über diese Schaltfläche hier diese Work Directory sofort irgendwie anfahren und aussuchen. Dann müsst ihr das Cyrillic-Programm, das ist das sogenannte Executable, also der Teil des Programms, der die Software startet, das müsst ihr hier eingeben. Und da gibt es auch in der Regel einen Default-Wert. Warum das jetzt hier nicht auch sofort gleich eingestellt ist, weiß ich nicht. Es kann aber ja sein, dass ihr das Programm nicht
in den üblichen Ordner installiert habt, sondern irgendwo anders hin installiert habt, dann müsst ihr diese Executable-Datei suchen. Ansonsten klickt ihr hier einfach mal auf Default und dann seht ihr, dass das hier bei mir dann schon eingestellt ist. Also bei mir findet sich das unter Program, Files, Serial, Bin, Serial.exe. Diese Häkchen hier, die empfehle ich euch alle zu setzen und ich würde euch auch empfehlen, dieses Häkchen hier zu setzen bei Flow 32 Bits. Dann müsst ihr hier noch was auswählen bei Sequence Mode. Das steht, glaube ich, defaultmäßig auf Multi-Image bei FITS. Hier geht es, das ist ein bisschen verwirrend, hier geht es darum, wie die einzelnen Bilder, die bei der ganzen Berechnung stattfinden, abgespeichert werden, ob die in einzelnen FITS-Bildern abgespeichert werden oder in einem sogenannten SER-File oder ob mehrere Bilder in einem FITS abgespeichert werden. Das hat sicherlich Vorteile, ich traue dem Braten aber nicht so richtig, deswegen habe ich hier das Häkchen bei Single Image bei FITS ausgewählt. Ansonsten müsst ihr hier nichts einstellen und könnt dann einfach mit OK bestätigen. So, jetzt geht es um das erste Stacking-Projekt und dazu geht ihr auf File, New und dann öffnet sich diese Maske hier. Und dann müsst ihr zuerst mal einen Objektnamen wählen. Also ich habe einen Ordner schon bereits ausgewählt und dort befinden sich Daten von M8, dem Lagunennebel drin. Deswegen sage ich jetzt mal, der Objektname ist M8. Dann gibt es sogenannte Sessions. Also was ist eine Session? Wenn ihr über mehrere Nächte Aufnahmen macht, dann würde man das als eine einzelne Session, also jede Nacht ist dann eine Session, bezeichnen. Jetzt muss man ein bisschen differenzieren bei den Sessions, denn ja, wenn man über mehrere Nächte fotografiert, dann kann es sein, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Ausrüstung habt, die feste installiert ist, wo die Kamera sich nicht bewegt, wo ihr den Fokus nicht verstellt, dann kann es ja sein, dass ihr zum Beispiel Flat Fields über einen langen Zeitraum verwendet, vielleicht über ein halbes Jahr sogar. Und wenn ihr dann irgendwie von Nacht zu Nacht bei einem Objekt Aufnahmen dazu gewinnt, dann ist das genau genommen keine getrennte Session, auch wenn das dann über mehrere Nächte geht, sondern ist das genau genommen eine Session. Es geht hier tatsächlich also mehr oder weniger um die Flats. Wenn ihr jede Nacht neue Flats macht, dann ist es tatsächlich eine Session. Und da müsst ihr die einzelnen Bilder der Nacht ja auch mit den Flats der Nacht kalibrieren. Und darum geht es hier. Wenn ihr diese Vorgehensweise so macht, dann müsst ihr hier natürlich auch einen Session-Namen auswählen. Das steht jetzt einfach mal defaultmäßig auf S, könnt ihr auch so lassen. Und dann könnt ihr hier auswählen, ja, wie viele Nächte waren das denn? 1, 2 oder 3. Und ich habe jetzt mal hier eben zwar über mehrere Nächte aufgenommen, habe aber immer die gleichen Flats. Deswegen lasse ich das jetzt hier so auf einer Session. Dann müsst ihr hier noch auswählen, um was für eine Kamera es sich handelt, sage ich jetzt mal. Es ist bei mir keine Monokamera, sondern ich habe hier Aufnahmen mit einer DSLR gemacht. Deswegen klicke ich hier DSLR an. Hier gibt es natürlich auch noch andere Optionen. Also zum Beispiel, wenn ihr mit einer Monokamera gearbeitet habt, dann könnt ihr hier die einzelnen Filter auch anklicken. Ja, klicke ich jetzt mal weg. Ansonsten ist das sehr verwirrend. Und dann könnt ihr aber auch noch euch bei einer Farbkamera zum Beispiel und angenommen, ihr habt mit so einem Duo Filter aufgenommen, dann könnt ihr euch hier auch noch die einzelnen Kanäle heraus extrahieren. Das geht zusätzlich auch. Ich wähle jetzt mal nur DSLR aus, weil es sich wirklich um reine DSLR-Aufnahmen ohne Filterung handelt und drücke dann auf OK. Jetzt bekomme ich hier oben angezeigt, das ist jetzt sozusagen mein Projekt M8, das ist eine DSLR. Ich habe eine Session, die wird S genannt. Das war's. Hier unten seht ihr dann auch die Work Directory, ja, die hier angelegt wird. Das Ding heißt M8, so DSLR-Aufnahme, eine Session. So, in diesem rechten Fenster hier gibt es jetzt 4 Reiter. Einmal Process, Files, Properties und Log. Und unter Files findet ihr jetzt was, was ihr aus anderen Softwares vielleicht schon kennt. Aus anderer Software vielleicht schon kennt. Die Mehrzahl von Software ist Software, habe ich gelernt. Und ja, hier könnt ihr jetzt eure Bilder eingeben. Das geht auf 2 Art und Weisen. Ihr könnt das per Drag and Drop machen, also mit der Maus Bilder in einem Ordner auswählen, dann mit der Maus hier hineinziehen oder ihr geht hier über den Add-Button. Das geht selbstverständlich auch. Ich mache das mal über Drag and Drop. So, ich habe hier einen Ordner bereits angelegt, der heißt Messier 8 und dort befinden sich Lights, Flats und Biases. Und das erste, was wir jetzt nehmen, sind die Lights. Mit STRG A wähle ich die alle aus und ziehe die hier in den entsprechenden Reiter Image hinein.
Das gleiche mache ich jetzt mit den BIAS. So, die ziehe ich auch hier rein in den entsprechenden Ordner und dann haben wir letztendlich noch Flats. Und die ziehe ich hier unten rein. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, Bilder hier einzufügen und das geht hier über Project. Dann findet ihr hier entsprechende Optionen, Add Light zum Beispiel, ja, oder Delete Light. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich hier zum Beispiel jetzt ein Bild auswählen und dann hier auf Delete drücken, dann ist dieses Bild weg. Oder ihr drückt auf Clear, dann sind alle Bilder weg. So, jetzt könnt ihr mal hier auf die Properties gehen. Jetzt seht ihr hier, für diese verschiedenen Ordner, die wir angelegt haben, findet ihr Einstellungen. Also, was soll hier passieren? Wenn wir hier auf dieses Show Other Options draufdrücken, dann gibt es sogar noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Und das zeige ich euch auch jetzt mal. Da ich keine Dark Frames habe, muss ich zwingend ein Bias von meinen Lights abziehen. Das wähle ich hier aus und sage Bias Subtract. Wenn ihr eine Fuji-Kamera habt, dann müsst ihr hier gegebenenfalls dieses Häkchen bei Fix Fuji X setzen und wenn ihr eure Dark Frames optimieren wollt, wo ich grundsätzlich erstmal von abrate, müsstet ihr hier das Häkchen setzen. Dann geht es hier um die Rejection. Ja, also soll hier eine Rejection passieren, selbstverständlich soll das. Und hier könnt ihr dann auswählen, nach welcher Methode diese Outlier Rejection ausgewählt werden soll. Das steht hier standardmäßig auf Winterize. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf diese Dinger hier ein. Da müsst ihr euch mal informieren. Ihr könnt hier auch Linear Fit aussuchen, was gerne in PixInsight benutzt wird und was in PixInsight auch zuletzt eingebaut wurde, ist dieser Generalized Student. Hast du nicht gesehen, habe ich vergessen, wie das heißt im genauen Wortlaut. Das könnt ihr hier auch aussuchen, aber standardmäßig steht das hier auf Winterize Sigma. Dann könnt ihr hier noch Werte für diesen Clipping-Faktor auswählen, also bei welcher Standardabweichung hier diese Ausreißer geklippt werden sollen. Das könnt ihr dann irgendwie auch noch einstellen. 3 ist relativ konservativ, könnt ihr hier ein bisschen mal runtergehen. So, dann könnt ihr hier einen Filter einstellen. Ihr könnt also sagen, ich möchte nicht alle Bilder stacken, sondern ihr könnt nach verschiedenen Kriterien auch Bilder auswählen. Und ihr seht bei einigen Optionen hier, wenn ich mit der Maus drüber fahre, da gibt es sogenannte Pop-up-Fenster, wo dann erklärt wird, was man hier eintragen kann. Wenn ich hier gar nichts eintrage in die entsprechenden Felder, dann heißt das No Filter. Das heißt, alle Bilder werden genommen beim Stack. Und wenn ich hier zum Beispiel einen Wert eingebe, also beispielsweise FWRM kleiner als 4,2, ja, dann wird eben danach aussortiert. Man könnte zum Beispiel hier hingehen und wenn man weiß, dass man mit dem Guiding ab und zu Probleme hat, dann könnte man hier zum Beispiel hingehen und sagen, man macht eine 95-prozentige Auswahl. Und jetzt werden nur die 95 besten Bilder mit den rundesten Sternen sozusagen gestackt. Ich lasse das mal alles leer, setze hier mal nichts rein. Dann könnt ihr noch eine Cosmetic Correction auswählen und ihr könnt hier noch Einstellungen zur Registrierung vornehmen und selbstverständlich könnt ihr hier zum Beispiel ein Drizzle auswählen, wenn ihr das mögt. So, bei den BIAS Frames gibt es meistens nichts einzustellen, Darks haben wir keine. Bei den Flats müsst ihr auswählen, dass ein BIAS abgezogen wird, das ist sehr wichtig, also sowohl bei den Lights als auch bei den Flats muss das BIAS raus. Da wir wie gesagt keine Darks haben, müssen wir das über das BIAS dann eben regeln. Und ja, bei den Flats muss man eigentlich keine Ausreißerstatistik machen, aber es ist hier voreingestellt, Schaden tut das nichts. So, jetzt gehen wir mal zurück hier auf diesen Reiter Process. Jetzt sehen wir hier eine ganz nette Grafik und diese Grafik zeigt uns, was jetzt gleich bei der Bildreduzierung, nenne ich das immer, passiert. Also es wird ein Master Bias erstellt. Ja, und durch dieses mathematische Summenzeichen hier wird dann dargestellt, ja, dass eben aus diesen vielen Bias oder auch Offsets genannt ein Master Bias berechnet wird. Und dieses Master Bias, das wird hier durch das Minuszeichen, wird aus den einzelnen Flats abgezogen und aus den einzelnen Lights abgezogen. Prima, genau das wollen wir. So, dann wird aus diesen Flats, die von den Bias korrigiert werden, wird durch Summenbildung ein Master Flat erstellt und nachdem hier aus den Lights das BIAS abgezogen wird, werden dann diese einzelnen Lights noch durch das Flat dividiert. So, und dann kommt hier unten, geht es weiter in dieser sogenannten Pipeline.
und dann passiert hier die Registrierung, also das Übereinanderlegen der Bilder und dann der Stack und dann bekommen wir ein fertiges Bild. Sieht super aus, genau das ist, was wir haben wollen und so könnt ihr auf diese Art und Weise erstens lernen, was überhaupt bei so einer Image-Pipeline passiert, was überhaupt bei der Bildkalibrierung passiert. Ihr habt aber auch, wenn ihr dann wisst, was passiert, eine Kontrollmöglichkeit. Ich habe nämlich irgendwann mal zum Beispiel vergessen, hier dieses Häkchen zu setzen. Ich mache das mal weg. Jetzt sieht man hier bei den Images, fehlt hier dieser Eintrag, dass das Master Bias abgezogen wird. Das ist selbstverständlich falsch. Deswegen mache ich das wieder hin. Jetzt sieht man, da ist es wieder. Jetzt weiß ich, okay, alles funktioniert so, wie es soll. Noch eine Sache, es kann ja sein, wie vorhin schon angedeutet, dass ihr zum Beispiel ein Master Dark oder ein Master Bias oder ein Master Flat über einen längeren Zeitraum verwendet und nicht immer ein neues Master erstellen wollt. Dann geht ihr hin und ja, per Drag and Drop oder per Add hier könnt ihr dann dieses Master Dark oder Master Bias oder wie auch immer in diesen entsprechenden Ordner hineinsetzen. Wenn Cyrillic hier nur ein einzelnes Bild findet, geht es davon aus, dass es sich um ein Master, also bereits um ein gestacktes Summenbild dieser Kalibrierbilder handelt. Jetzt müsst ihr nur noch eine Sache machen und zwar klickt ihr hier oben einmal noch auf Project und geht auf Edit Properties. Und hier könnt ihr jetzt noch ein paar Dinge auswählen, nämlich einmal, ja, da kommen wir wieder zu dieser Multi-Night-Geschichte oder zu dieser Session-Geschichte. Wenn ihr über mehrere Nächte fotografiert, dann kann es ja sein, dass ihr zum Beispiel die Ergebnisse der einzelnen Nächte stacken wollt. Oder ihr wollt alles zusammen stacken. Standardmäßig wollt ihr alles zusammen stacken. Ja, das ist der Standardfall, deswegen steht das hier auf Multisession, das ist der entsprechende Reiter. Wenn ihr aber zusätzlich zum Beispiel die einzelnen Nächte stacken wollt, dann könnt ihr hier das Häkchen bei Intermediate Stacking setzen oder wenn ihr nur die einzelnen Nächte separat stacken wollt, dann macht ihr das so. Also ich möchte aber ein fertiges Summenbild am Ende bekommen. So, dieses Häkchen fand ich ein bisschen komisch, denn ihr werdet gleich sehen, ich verstehe darunter eigentlich, dass die beim Farbbild, also das steht hier, CFA steht für Color Filter Array, bei einem Farbbild, dass diese einzelnen Farbkanäle angeglichen werden in ihrem Schwarzpunkt und wir dann nachher ein farbneutrales Bild bekommen. Das habe ich mal angehakt, finde ich keine schlechte Sache. Und wir sehen aber gleich, dass es ja meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Ja, setzt mal das Häkchen. Meiner Meinung nach macht es hier nicht wirklich das, was es soll. Und wir können hier jetzt mit OK bestätigen. So, jetzt sind wir soweit fertig. Wir können jetzt mit dem Stacken beginnen. Und dazu gibt es hier diesen Reiter Actions. Das, was ihr als erstes machen müsst, deswegen gibt es hier zwei Steps. Step 1, Build Directories and Copy Link the Images. Das müsst ihr einmal auslösen. Dann passiert hier in der sogenannten Konsole einiges. Da werden also jetzt diese Bilder aus eurem Ordner in diesen Working Directory hineinkopiert. So, wenn jetzt hier steht Copy Finished, dann könnt ihr hier auf Step 2 Run Scripts gehen und dann werden hier diese Skripte, das sind nämlich Skripte im Prinzip, abgefahren. Dann beginnt euer Stacking. Danach sehen wir uns wieder. So, nachdem der Stack jetzt durchgelaufen ist, öffnet sich die Software Cyrillic und das kann man tatsächlich auch einstellen. In Cyrillic, ob das passiert oder ob das nicht passiert. Es ist aber ja total sinnvoll, dass das passiert. Ich vergrößere das jetzt mal. Also wir sind jetzt plötzlich in der Software Cyrillic. Wir sehen hier unser Bild. Wir können jetzt hier mal einstellen Auto Stretch. Dann bekommen wir auch ja erstmal die einzelnen Farbkanäle. Ihr kennt das Spiel. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das Bild ist wieder grün. Das ist so normal in Cyrillic. Ihr müsst jetzt eine Farbkalibrierung machen, keine Sorge. Aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass durch diese Einstellung Equalize CFA, dass dadurch wir ein farbneutrales Bild bekommen. Wie gesagt, kein großes Ding. Wenn ihr jetzt eine Farbkalibrierung macht, dann bekommt ihr das richtig dargestellte Bild. Ja, soweit eigentlich sind wir durch mit Cyrillic. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt jetzt auch mal in diese sogenannte Working Directory reinschauen. Bei mir ist es also unter C, das ist meine Festplatte, Benutzer. Dann Fraser, das bin ich, Frank Sackenheim. Und dort findet ihr den Eintrag Cyrillic und unter diesem Eintrag den Eintrag Work. Und hier gibt es jetzt tatsächlich einen Ordner M8.
Da findet ihr auch das fertige Bild drin. Das kann ich jetzt auch mal in einer anderen Software, ich habe ja hier PixInsight installiert, zum Beispiel öffnen. Übrigens gibt es auch eine Anleitung, das findet ihr hier auf dieser Seite unter Wiki, Wiki und die starken Männer. Und hier gibt es jetzt eine Installationsanleitung, da findet ihr auch nochmal alles Wichtige zur Installation. Was ihr so beachten müsst, ist ja nicht viel, was man da beachten muss. Und dann gibt es hier ja nochmal die Erklärung wegen dieses Passworts. Und übrigens auch, wenn ihr diese Software beim ersten Mal startet, dann bekommt ihr von Windows gegebenenfalls so eine Meldung, Computer wurde durch Windows geschützt oder so ähnlich. Dann gibt es da unten so einen kleinen Button, da steht dann Schließen. Und dann kommt ihr aber nicht weiter, dann wird die Software eben nicht installiert. Ihr müsst dann auf den Button Informationen drücken und dort gibt es dann einen Button, der heißt trotzdem ausführen. Also ihr überschreibt damit sozusagen die Warnung des Windows Defender, also des Antivirenprogramm. Und das ist auch okay, es handelt sich ja hier um eine sinnvolle Software und nicht um ein Virus. Wenn wir jetzt hier auf User Manual gehen, dann finden wir eine Anleitung und ja, und ich habe in diesem Video hier eigentlich nichts anderes gemacht, als dieser Anleitung zu folgen und das hier einfach mal ins Videoformat gepresst. Die Anleitung ist leider nur auf Englisch verfügbar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zu Cyrillic, schreibt es in die Kommentare. Und es gibt auch noch Leute, die ja schon länger mit Cyrillic arbeiten, die da auch noch ein bisschen fitter sind, ganz ehrlich, als ich. Auch, ich komme nochmal zurück auf die Abonnenten. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Kanal, hinterlasst mir ein Like, schreibt was Nettes. Alles das hilft, um diese Videos weiter zu verbreiten. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, ob ich hier in meinem Tourleben als Musiker es schaffe, jede Woche ein Video zu machen. Ich hoffe es, ich versuche es auf jeden Fall. Ich sag mal, bis dann. Tschüss, euer Frank.